Ich sehe eine mittelschwere Umweltkatastrophe. Kein Zutritt. Briefträger, Paketzustellungen und Pizzaservice. Zweimal laut pfeifen, Lieferung abstellen und verschwinden. PS, keine Werbung. Na, wen haben wir denn da? Wie ich sehe, konnten Sie mit den Stiefeln was anfangen? These boots are made for walking, sag ich immer. Danke nochmal. Gern. Du bist ein bisschen blass um die Nase, wenn ich das so sagen darf. Hier, nimm eine davon. Bei mir helfen die immer. Vitaminpillen? Sí, claro. Die bringen Saft in die Knochen und machen einen schlanken Fuß. Basierend auf naturheilkundlichen Prinzipien. Danke. Ich muss dann mal wieder. Bis später. Ahoi! Ich frage mich, was das ist. Armer Kerl. Einfach stecken geblieben. Betreten strengstens verboten. Sensor gezeichnet, Paläon. Irgendwas schimmert grünlich. Pilze. Wie schön sie leuchten. Ich komme von hier leider nicht ran. Gute Idee, Hans, aber das würde nicht funktionieren. Ahoi! Sie haben das Boot repariert. Wie kann ich Ihnen nur danken? Nicht nötig. Nein, 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 ich bestehe drauf. Nehmen Sie das hier als Zeichen meiner Anerkennung. Mit dieser Postkarte finde ich mich bestimmt besser zurecht. Danke. Ahoi! Wenn Sie die Frage gestatten, wieso sind Sie überhaupt... Das habe ich mich auch oft gefragt. Meine Mutter hat darauf bestanden, mich meinen Ängsten zu stellen. Also bin ich Seemann. Das ist verwirrt. Frag mich mal. Ich muss da mal... Pass...
perfekt. Beverly, ich habe das Tor zu einer lang versiegelten Gruft geöffnet. Dem Keller des Gasthauses. Mein Abstieg beginnt. Ich ahne, wie sich Professor Liedenbrock gefühlt haben muss, als er in den Snifelsjoghurt herabgestiegen ist. Ich kann kaum etwas sehen. Leuchtet mir den Weg, Freunde. Überbräu Pilzbier. Trüberbroker feinste Trockenhefe. Nicht, wie hier irgendwas brennen könnte. Malz. Es ist ein Rezept für Bolzenschuss-Schnaps. Streng geheim. Mal sehen. Früchte, Malz dazu, Hefe zugeben, mit einer Prise Schlummermorchel abschmecken. Erstmal Feuer machen. Trüberbräu Pilzbier. Ich möchte das Buffet nicht einpacken. Es gehört eigentlich direkt in den Müll. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Da ist eine braunsche Röhre drin. Die könnte ich gut für den Quantendiskriminator gebrauchen. Aber die Kleine wird für immer traumatisiert, wenn ich ihren einzigen Freund auseinanderbaue. Das bringe ich nicht übers Herz. Sie ist wieder in ihrem Paralleluniversum. Trude? Hallo, Professorchen. Konnten Sie mein richtiges Pfand wiederfinden? Was meinen Sie? Mein Massagestab. Ihren was? Vergessen Sie es. Ich hätte da noch eine Frage. Ja, natürlich. Haben Sie Feuer? Klar, hier. Was können Sie mir über Ihren Bruder erzählen? Er trinkt gern. Und er ist nicht der Zuverlässigste. Wie Sie sehen, hat er mich einfach sitzen lassen mit all der ganzen Arbeit. Könnten Sie ihn beschreiben? Falls Sie ihm begegnen, meinen Sie. Groß gewachsen, Rauschebart, rote Nase und immer diese gelben Gummistiefel. Warum fragen Sie? Ich glaube, ich bin ihm begegnet. Ich habe seine sterblichen Überreste draußen im Moor gefunden. Es tut mir leid. Tatsächlich? Mein Beileid. Ach, Heinz. Armer alter Heinz. Ruhe in Frieden.
Irgendwie überrascht mich das nicht. Ich danke Ihnen. Ich werde sofort den Kommissar benachrichtigen. Dann hat er sich wenigstens nicht umsonst auf den Weg gemacht. Ich muss weiter. Fühlen Sie... Außer Konkurrenz. Das ist eine Schießbude für Kinder. Kommen Sie ran, kommen Sie... Der Herr? Na gut. Ui, nicht schlecht, Herr Specht. Ich würde sagen, wir haben einen neuen Champion. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist Ihr Preis. Ein Bleipokal? Also ein Pokal aus Blei. Ein echtes Schmuckstück. Danke. Pilze. Wie schön sie leuchten. Ich komme von hier leider nicht ran. Irgendwas schimmert grünlich. Ich frage mich, was das ist. Verschlossen. Dazu hatte ich schon einen Eintrag. Beverly, ich habe hier, begegnete ich der Sterblichen, ob er einem Irrwisch gefolgt oder dem Hookauf. Ich kann nur hoffen... Verzeihung? Verzeihung? Damit könnte ich wahrscheinlich sogar über Wasser gehen. Wie bekannt, erfreuen sich einige Pilze wegen ihrer halluzinogenen Wirkung in vielen Landstrichen der Welt traditionell großer Beliebtheit. Sei es zur inneren Reinigung, zum Erlangen metaphysischer oder mystischer Einsichten oder um mit den Göttern, dem Universum selbst in Kontakt zu treten. Auch im beschaulichen Trüberbrook scheint dies der Fall zu sein, wo man insgeheim die Schlummermorchel verehrt.
Ahoi! Das ist eine Schießbude für... Ich kann kaum etwas sehen. Leuchtet mir den Weg, Freunde. Erstmal Feuer machen. Wenn ich nur Obst zum Vergären hätte, wie es im Rezept steht. Wenn ich nur Malz für die gut werden. Fehlt nur noch eine zu... Mal probieren. Für die Wissenschaft. Uiuiui, Teufelszeug. Nie wieder Alkohol. Und hatte ich nicht noch mehr coole Gadgets in meinen Taschen? Was zum... Wow! Donnerwetter, das ist ja was. Hat man sowas schon erlebt? Gute Frau, was treibt Sie bloß? Wohin deswegs? Keine Zeit zu verlieren. Sehen Sie nicht die Kaltfront? Ich muss rauf zur Wetterstation. Es gibt hier eine Wetterstation? Na, jetzt führen Sie mich bloß nicht aufs Glatteis. Was war das? Geht gleich los, Kumpel. Auf euch, Jungs! Genau das Richtige. Prost. Und los geht's. Viel Spaß. Ende der Welt, hin oder her. Ich kann auf keinen Fall das Konzert verpassen.
cracks where light beats darkness, and you be able to breathe with lust. Grow strong, grow strange, grow crooked. May the sun be proud. And there are little wonders everywhere. They just need to be found.